Servus, Waldmusi-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für einen Lockerungssong, so wie jedes Wochenende, nur dieses Wochenende ein bisschen anders. Zwar haben wir heute keine Musikantenvorstellung, das hat auch einen Grund, weil ich bin dieses Wochenende nicht daheim, ich bin unterwegs auf Kurztrip, Wochenendtrip nach Waging am See. Hinter mir sieht man den schönen Waginger See. Ich könnte jetzt einen Schwenker machen Richtung Alpen. Die darf man von da auch sehen, wenn es nicht bewölkt wäre. Es ist ja für das ganze Wochenende Regen angesagt. Momentan geht es noch, aber hoffen wir mal, dass es nicht zu schlimm wird mit dem Regen. Ja, aber mit den Musikantenvorstellungen geht es natürlich nächste Woche, übernächste Woche wieder weiter. Das ist nur mal ausnahmsweise, dass es allein so ein Video gibt von mir. Ich darf Vorankündigungen machen, und zwar wird sich oder hat sich schon angekündigt der Ölhorn Michi, dass er wieder mal mit mir ein Video aufnimmt. Auf das freue ich mich ganz närrisch. Ein schöner Gruß geht natürlich auch an Michi, der ist momentan auch noch im Urlaub. Und die nächsten Wochen haben wir weitere Musikantenvorstellungen, und zwar das Grenzland-Trio hat sich angekündigt und die Bergweitler werden dabei sein. Also es ist echt musikalisch vom Feinsten was geboten die nächsten Wochen. Ein bisschen was haben wir natürlich musikalisch heute auch dabei. Ob es vom Feinsten ist, dürft ihr entscheiden. Bitte schreibt es unten in die Kommentare, wenn es euch trotzdem gefällt, dass ich ab und zu alleine ein Stück spiele. Naja, und wer das alles nicht versäumen möchte, die Musikantenvorstellungen die nächsten Wochen, der drückt bitte natürlich auf Gefällt mir, ist ganz wichtig, und auch den Abonnieren-Button. Es sind seit der letzten Woche schon wieder einige dazugekommen, aber es sollen ja immer mehr werden, dass das Ganze wächst und wächst. Da hat mich narrisch gefreut. Ja, dann bin ich auch schon gefragt worden, wie lange ich diese Lockerungssongs jetzt noch machen werde, weil einige Sachen sind ja schon frei jetzt wieder und geöffnet und es ist ja schon viel gelockert worden. Ja, ich habe mir jetzt da kein direkt zeitliches Limit gesetzt, wie wir das Format machen. Nur Lockerungssongs kann man es irgendwann nicht mehr nennen, denke ich, wenn alles wieder offen ist. Ich glaube, der Zeitpunkt, wenn man das umbenennen soll, ist, haben wir mal für mich so gesetzt, wenn die Kultdisco Tenne wieder offen hat, wenn ich das erste Mal wieder in der Tenne war, wenn es so weit gelockert ist, dann ist das Leben wieder einigermaßen normal und dann heißt das Format nicht mehr Lockerungssongs, aber ich muss mir einen neuen Namen überlegen. Vielleicht schreibt es auch unten in die Kommentare, was ein Vorschlag wäre für, ja, für das Format, wenn man es weitermacht und wenn es keine Lockerungssongs nicht mehr sind. Ja, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ein Stück hergespielt. Und zwar, darf ich sagen, wenn man schon allein mit Gitarre unterwegs ist, passt das super, ein Austropop-Song von einem Künstler, der leider schon verstorben ist. Und zwar ist das der Georg Danzer. Ich glaube 2007, 2008, viel zu früh verstorben, aber er hat einen super Song gemacht, und zwar ist das Lass mich einmal noch die Sonne aufgesehen. Madel, halt mich fest und halt mich wahr. Halt mich dir versteckt in deine Ohren. Früher sind wir stundenlang so gelegen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Ich weiß nicht, warum ich heute so frier. Warum so finster in mir wird. Ja, ich glaube, es kommt ein schwerer Ring. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Wo alles wächst und alles blüht, dass man im Herzen drin ganz damisch wird, will ich mich nicht in Krumm erlegen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Lass
es mich einmal noch zu aufgesehen. Ich geb zu, ich hab viel Fehler gemacht. Ich hab viel zu gewarnt und viel zu selten gelacht. Aber lasst mich doch nicht sterben deswegen. Lasst mich einmal noch zu aufgesehen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Lass mich einmal noch zu aufgesehen. Dankeschön. Ich hab da ein paar Zuhörer im Hintergrund. Dankeschön. Vom Georg Danzer, ein schöner Österreicher-Song. Naja, apropos Österreicher, ist ja eh so, ich habe letzte Woche schon gesagt, man kann da nachschauen in die Analytics, aus welchen Ländern die Klicks sind, die ich kriege. Und da steht drin, dass ungefähr 1,3% auch aus Österreich zuschauen. Mitunter für diese Österreicher ist auch diese Nummer. Und natürlich für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Österreicher, da könnte ich noch einen Österreicher-Witz erzählen, oder? Österreicher Witz geht immer. Das werden die 1,3% jetzt nicht so witzig finden, trotzdem verzeihen. Und zwar ist es so, ich war da ein paar Jahre in Passau unten an der Schule und da an der Grenze war es einmal so, dass ein Österreicher von Österreich nach Passau übergesiedelt ist. Ihm hat es da wunderbar gefallen, hat da ja, Familie gegründet, Haus gebaut, einen Job gefunden, alles war wunderbar. Nur ein kleines Problem hat er gehabt und zwar den österreichischen Dialekt, den ist er nicht losgeworden. Und überall, wo er hingekommen ist, haben sie ihn ausgelacht. Überall, wo er hingekommen ist, hat es geheißen, gell, sie sind ein Österreicher. Egal, was er gesagt hat, in der Arbeit, im Wirtshaus. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er sich gedacht hat, irgendwas muss ich da treiben, hat er einen Niederbayerischkurs für Anfänger belegt. Niederbayerischkurs für Anfänger in der VHS, hat ihn einen Haufen Geld gekostet. Nach einem halben Jahr ist er da rausgegangen mit dem kleinen Niederbayerisch-Diplom. Das große hat 2 Jahre gedauert. Ja, und dann hat er sich gedacht, das probiere ich jetzt gleich aus. Und ist in ein Geschäft reingegangen, gell, und voller Stolz und hat sich angestrengt und hat in feinstem Niederbayerisch hat er gesagt, ich kriege bitte eine warme Leberkäs-Semi. Jetzt hat noch die Verkäuferin angeschaut und hat gesagt, gell, sie sind ein Österreicher. Hat er gesagt, das gibt's nicht. Ich habe doch das ist in feinstem Niederbayerisch gesagt, wie haben sie erkannt, dass ich ein Österreicher bin? Ja, hat sie gesagt, das war jetzt schon in feinstem Niederbayerisch, aber wir sind ein Blumengeschäft und keine Metzgerei. Ja, so viel zum Thema Österreich. Ich hoffe, die Österreicher nehmen es mir nicht übel. Ich darf sagen, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ein kleiner Lockerungssong von mir aus dem Urlaub, aus dem Kurztrip am Waginger See. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, euch geht es noch gut. Und dann darf ich sagen, bis nächste Woche, macht es gut und bis bald im Wald, beziehungsweise am Waginger See. Pfiat euch, Servus!